Herzlich willkommen, liebe Zuschauer vom Saale Infokanal. Ich grüße Sie ganz, ganz herzlich aus Bad Blankenburg und lade Sie ein zu einem kleinen Rundgang, denn heute ist Neujahrsempfang. Die drei Bürgermeister der Städte im Städtedreieck haben herzlich eingeladen. Es wird ein Programm geben mit den Thüringer Symphoniker. Es wird ein Programm geben mit den Thüringer Folklore-Ensemble. Und natürlich hoffen wir auf interessante Gespräche vor und nach der Veranstaltung. Das Jahr 2014 ist erst einige Tage alt, aber man ist schon wieder fleißig am Regieren. Ja, so ist es. Die Arbeit geht weiter. So ein Tag, Silvester, Neujahr, ist ja wirklich einfach nur ein Wechsel von einem Jahr zum anderen. Das, was wir im letzten Jahr nicht alles geschafft haben, müssen wir natürlich nachholen. Und wir haben uns ganz, ganz viel Neues vorgenommen. Und ich denke, im Rat der Bürgermeister und im gemeinsamen Ausschuss im Städtedreieck wird es weitergehen. Und wir werden bis zum Sommer über neue Projekte zu berichten haben. Ja, man hört viel von Aufschwung, Herr Persiger, aber natürlich, man hört auch, die Kassen sind leer, alles ist klamm. Wie sehen Sie das kommende Jahr? Wie sehen Sie dieses Jahr? Es ist das Jahr der Kommunalwahlen. Was nimmt man sich vor als Bürgermeister? Na, endlich aufgrund der finanziellen Bedingungen wird es natürlich ein ganz spannendes Jahr. Ich sehe das als Herausforderung, aus dem Vorhandenen doch etwas zu entwickeln, so dass wir auch Schritte weiter nach vorne kommen, auch in der Kooperation mit den Nachbarn im Städtedreieck Saalfeld-Rudolstadt, natürlich in allen Himmelsrichtungen gesehen, auch mit unserem Schwarzertal. Und ich gehe mal davon aus, dass wir Projekte in der Vergangenheit auf den Weg gebracht haben, die jetzt in nächster Zeit realisiert sind, ob es im Tourismus oder Wirtschaftlichkeit, auf wirtschaftlicher Ebene mit unserer Wirtschaftsförderagentur, werden wir doch, denke ich, das Lebensumfeld für unsere Einwohnerinnen und Einwohner gestalten, so dass es doch immer wieder Spaß macht, solchen Aufgaben anzugehen. Herr Reichel, heute ein Tag, so ein Empfang, wo man viele trifft aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Nutzen Sie diesen Neujahrsempfang für Gespräche? Tauscht man Erfahrungen aus? Will man neuen Wegen entgegengehen? Genau aus diesem Grund machen wir ja auch diesen gemeinsamen Neujahrsempfang. Man trifft Vertreter aus Wirtschaft, aus Politik, aus dem Vereinsleben und man schafft es beim besten Willen nicht, das ganze Jahr alle zu besuchen. Und da ist hier die Gelegenheit, mit dem einen oder anderen ins Gespräch zu kommen und natürlich auch über neue Vorhaben zu reden. Und Sie haben es gerade angesprochen, dieses Jahr ist ein Wahljahr auf kommunaler Ebene, auf Landesebene. Dort wird es auch Wünsche geben, die uns auch durchaus die Stadträte nochmal mitgeben, die politischen Parteien, die Gruppierung. Und da gibt es hier heute die Gelegenheit, erste Gespräche zu führen, die natürlich das ganze Jahr über fortgeführt werden. Wir wollen die anderen nicht länger warten lassen. Ein tolles Programm wartet auf uns und wir stürzen uns mal ins Geschehen. Sehr verehrte Damen und Herren, ein angeblich kluger Mann behauptete einmal, dass es ohne Faulheit keinen Fortschritt gibt. Begründung? Weil der Mensch faul war zu rudern, erfand er das Dampfschiff. Weil er zu faul war, zu Fuß zu gehen, erfand er das Auto. Und weil er zu faul war, abends selbst die Augen zuzumachen, erfand er das Fernsehen. Es stimmt allerdings nicht, dass die Bürgermeister des Städtedreiecks diesen tollen Neujahrsempfang aus Faulheit erfunden haben, um ihn nicht in jeder Stadt einzeln, also dreimal durchzuführen. Diesen Aufwand treiben sie gerne und alle Jahre wieder, um mit den Menschen zusammenzukommen, die positiverseits für unser Städtedreieck und darüber hinaus etwas tun möchten, natürlich in einer Aktivität, wo man nicht über Faulheit redet. Und das jetzt an dieser Stelle schon zum sechsten Mal.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, und auch im Namen meiner Amtsbrüder, Herrn Matthias Kraul, Matthias, und Herrn Jörg Reichel, nebst Gattin beiderseits, ich habe meine Frau auch mitgebracht, begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Neujahrsempfang 2014. Über das Thüringer Ministerium für Gesundheit und Soziales und den Landessportbund
erfolgte eine öffentliche Ausschreibung der Leiterstelle an der Schule. Da ich diese Bewerbungskriterien erfüllte und eine neue Herausforderung suchte, bewarb ich mich und bekam den Zuschlag. Am 17.07.1995 trat ich bei Blankenburg meinen Dienst an, von dem ich nicht genau wusste, was er mir alles abverlangen bzw. bringen würde. Ich kann Ihnen jedoch versichern, diese etwas mehr als 14 Jahre waren mit die schönsten, aufregendsten, aber auch arbeitsintensivsten und persönlichkeitsbildenden Jahre meines Berufslebens. Ich durfte die Schule in der Zeit ihres größten Umbruchs leiten. Mit der Übernahme der Landessportschule im Jahr 1998 durch den Landessportbund begann die Planung und der fließende Übergang in eine, man kann sagen, fast fünfjährige Bauphase zur Modernisierung, den Umbau und die Erweiterung der maroden alten Schule zu einem hochmodernen, auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichteten Objekt der schönsten Landessportschule Deutschlands, wie noch heute viele Besucher, Gäste bzw. Insider der Sportszene immer wieder betonen. Der Thüringer Landesregierung sei an dieser Stelle nochmals ein herzlicher Dankeschön gesagt, dass sie die Voraussetzungen für diese Entwicklung geschaffen hat. Begonnen mit Fördermitteln kam auch der Landessportbund in Zugzwang, musste Kredite zur Finanzierung aufnehmen, Konzepte mussten entwickelt werden, wie unter bewohnten Bedingungen das geplante Vorhaben bewältigt werden sollte und konnte. Ich erinnere gerne auch Sie heute Abend daran, dass wir von 2000 bis 2002 die letzten Nutzer des Hotels in Schwarzeck waren, um all die Sportler unterzubringen, die während des Baus ausquartiert werden mussten. Wir haben selbst einen Bus-Pendelverkehr zwischen den beiden Objekten eingesetzt. Es gibt dazu eine Vielzahl von Erlebnissen, Episoden und Geschehnissen, die geprägt, geformt und Nachhaltigkeit hinterlassen haben, die ich nicht mehr missen möchte, die mir auch niemand nehmen kann. Ich bin überzeugt, alle, die eine gewisse Affinität zum Sport haben, können bzw. müssen anerkennen, dass es den handelnden Personen damals hervorragend gelungen ist, dem Sport in der Blankenburg eine neue Heimat zu geben. Mit großer Unterstützung der Stadt und ihres ehemaligen Bürgermeisters, Herrn Papst, sowie der LEG ist es dabei gelungen, alte Industriebrachen bzw. marode Wohnbebauung durch Sportplätze zu ersetzen und am Wittersdorfer Weg zur wesentlichen Verschönerung des Stadtbildes beizutragen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, mein kleiner Exkurs in die Vergangenheit hat Sie nicht gelangweilt. Es lag mir aber am Herzen, nochmals zum Ausdruck zu bringen, welche große Bedeutung die Stadt Bad Blankenburg und das Saaledreieck in meinem bisherigen Leben hatte und hat. Ich kehre immer wieder und gerne als Täter an den Tatort zurück. Ich denke, somit hat sich auch die Frage beantwortet, weshalb ich heute hier als Festredner auf der Bühne stehe. Es ist noch gar nicht lange her, dass wir beide zusammen an einem Tisch saßen und ein Interview geführt haben über den Haushalt in Saalfeld. Es ist alles anders gekommen und wir haben es auch heute immer wieder gehört. Es kommen eigentlich sehr, sehr anstrengende Zeiten auf die Bürgermeister zu. Denn wenn die Kassen leer sind, wovon will man die ganzen Aktivitäten bezahlen? Ohne muss nichts los, ganz kurz gesagt, für den Bürger. Wie sehen Sie das Ganze, die Cancelung des Haushaltes? Es ist richtig, wir haben weniger Mittel zur Verfügung. Auch das, was das Land jetzt nochmal nachgebessert hat und von dem wir noch nicht genau wissen, was tatsächlich in den Kommunen ankommt, wird nicht dazu führen, dass die Haushalte damit ausgeglichen sind. Damit kann man im Umkehrschluss nur das tun, was jeder auch in seiner Familie macht. Man muss gucken, wo man einsparen kann. Man muss versuchen, neue Potenziale aufzutun. Und das ist das Besondere im Städtedreieck. Wir werden natürlich gucken müssen, ob es nicht uns gelingt, auch verstärkt zusammenzuarbeiten und auch damit letztendlich Kosten einzusparen. Einen anderen Weg wird es nicht geben.
Also die Devise ist, gemeinsam sind wir stark. Wir haben ein ereignisreiches Jahr hinter uns, 2013 Katastrophen. Wir haben zusammengehalten, man hat das beim Hochwasser gesehen, dass man gemeinsam bewegen kann. Ich denke, eine gute Basis auch für das kommende Jahr. Wir haben im Städtedreieck in den vergangenen Jahren, auch im Jahr 2013, schon sehr gut zusammengearbeitet und haben uns für 2014 noch ein bisschen zusätzlich vorgenommen. Und wenn wir das umsetzen können, dann stimmt das, was Sie gesagt haben, als Einschätzung für die Zusammenarbeit im Städtedreieck auf alle Fälle. Sehr geehrter Herr Mikowald, verehrte Gäste des Neujahrsempfangs, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, lasst uns gehen mit frischem Mute in das neue Jahr hinein. Alt soll unsere Liebe und Treue, neu soll unsere Hoffnung sein. Mit diesen Worten des Führers Hoffmann von Fallersleben grüße ich Sie nochmals, auch im Namen meiner drei Klangkollegen Jörg Reichen und Frank Persicke, im neuen Jahr und heiße Sie ganz herzlich in der Stadthalle der Lavendelstadt Bad Blankenburg willkommen. Ich freue mich, mit Ihnen zusammen einige der ersten Schritte im Jahr 2014 zu gehen. Mein herzlicher Dank und Anerkennung gilt zunächst all denen, die unseren Neujahrsempfang erneut hervorragend vorbereitet und ausgestaltet haben oder ihn in vielfältiger Form unterstützen. Besonders danke ich an dieser Stelle dem DFB-Vizepräsidenten und Präsidenten des Nordostdeutschen Fußballverbandes, Herrn Rainer Mikowald, für seine ihm gehörte Festansprache. Ich danke dem Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudelstadt mit ihrem Chefdirigenten Oliver Weber und dem Thüringer Folklore Tanzensemble Rudelstadt unter der Leitung von Karin Arnold für die Gestaltung des Programms. Und Herr Mikowald, Sie haben vorhin erwähnt, dass eigentlich jeder hier im Saal eine Affinität zum Sport haben müsste. Ich gestehe, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, ich bin beim Ansehen der Tanznummern schon allein beim Ansehen ins Schwitzen gekommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor uns liegen ein neues Jahr, gleichzeitig aber auch bewegende und ereignisse Monate hinter uns. Für unsere drei Städte, wie für alle Thüringer Kommunen, war das Jahr 2013 vor allem geprägt durch die Änderung des kommunalen Finanzausgleiches. In der Folge ist die kommunale Gemeinschaft in ihrem finanziellen Gestaltungsspielraum extrem beschnitten worden. Uns wurde sozusagen der Teppich unter den Füßen weggezogen. Verantwortungsvolle Kommunalpolitik heißt deshalb gegensteuern. Geld, das nicht vorhanden ist, kann auch nicht ausgegeben werden. Die damit im Zusammenhang stehenden Diskussionen haben im vergangenen Jahr zunehmend auch die Öffentlichkeit in unserem Städtedreieck bewegt. Bewegt deshalb, weil festzuhalten ist, allgemeine Sparbemühungen im Sachkosten- oder Personalbereich reichen nicht mehr aus, die in den Haushalten vorhandenen Deckungslücken zu schließen. Daraus folgt zwangsläufig die Diskussion darüber, was wir uns im kommunalen Bereich in Zukunft im Jahr 2014, also jetzt, an Angeboten und Leistungen für unsere Bürger, für Wirtschaft, für Gewerbe, Wohlfahrtsverbände und Vereine, kurzum für uns alle hier im Saal, noch leisten können. Dabei muss man berücksichtigen, dass auch in Thüringen die Kommunen, die Regionen untereinander im Wettbewerb stehen. Wir dürfen deshalb die Weiterentwicklung der Infrastruktur genauso wenig aus den Augen verlieren, wie die sportlichen, die kulturellen, die sozialen Angebote, die Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren, all die Angebote, die das Leben im Städtedreieck überhaupt erst lebenswert machen. Nur wenn uns dies gelingt, bleiben unsere Städte auch in Zukunft attraktiv. Es ist deswegen eine Notwendigkeit, aber auch eine Chance, über kommunale Leistungen nachzudenken und sie neu zu gestalten. Das Zusammenführen des Saalfelder Berufsinfomarktes und der Jobbörse Rudelstadt zur Berufsorientierungs- und Fachkräftemesse in Kontakt hier in Bad Blankenburg ist mit diesem zugegebenermaßen nicht einfachen Prozess meiner Meinung nach ein gutes Beispiel. Vor Augen haben wir dabei stets ein Ziel.
die gemeinsame Fortschreibung unserer Stadtchroniken als starke, lebens- und liebenswerte, reiche Angebot bereithaltende, freundschaftlich verbundene Gemeinschaft. Der polnische Philosoph zitiert im Sinne, erfolgreich gestalten zu können. Zu Jahresbeginn lässt sich meist noch nicht vorhersagen, woher genau der Wind wehen wird. Doch der Eckpunkt unserer gemeinsamen Anstrengungen und Bemühungen, wie beschrieben, sind bekannt. Damit haben wir gute Aussichten, unsere Ziele zu erreichen, sei es in den kommunalen Verwaltungen, den Institutionen und Unternehmen, bei sozialen Trägern oder in den Vereinen unterschiedlicher Couleur. Es kommt auf uns alle an, denn gemeinsames Handeln und nachhaltiges Gestalten sind zugleich Weg und Ziel hier bei uns im Städtedreieck. Der Schlüssel hierfür ist zunächst das Artikulieren der Probleme, das gegenseitige Zuhören und im Anschluss das Suchen nach Stadtgrenzen überschreitenden Lösungen. Dies wollen wir auch und gerade heute hier im Anschluss an den offiziellen Teil des Empfangs leben. Im Sinne des bekannten Geheimrates aus Weimar sollte für uns alle gelten. Ein neues Jahr hat neue Pflichten. Ein neuer Morgen ruft zu frischer Tat. Stets wünsche ich ein fröhliches Verrichten und Mut und Kraft zur Arbeit früh und spät. Ihnen allen, Ihren Familien, Angehörigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wünsche ich auch dies wieder im Namen meiner Bürgermeisterkollegen Jörg Reichel und Frank Bersicke einen frohen und zuversichtlichen Start in das neue Jahr sowie ein gutes und erfolgreiches 2014. Möge es für Sie, für uns alle, viele erfüllte Stunden bei bester Gesundheit bereithalten.